Zivilcourage und Engagement sind Werte, die heutzutage leider vielerorts zu suchen sind. Umso mehr konnte sich der Mindelheimer Bürgermeister Dr. Stefan Winter und der Leiter der Mindelheimer Polizeiinspektion, erster Polizeihauptkommissar Gerhard Zielbauer, über Zuwachs in der Sicherheitswacht der Stadt freuen. Wir haben insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Die bisherige Sicherheitswacht hat 1500 Stunden im Bereich Mindelheim verbracht und hat damit offensichtlich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt durch die hohe Präsenz. Und damit haben wir verbunden auffallend niedrige Straftatenzahlen. Gleich drei Bürger der Stadt Mindelheim und auch über die Grenze hinaus aus Kirchdorf engagieren sich zukünftig ehrenamtlich für ihre Mitbürger und die Sicherheit in der Kreisstadt Mindelheim. Also ich freue mich, dass wir so eine Bürgerschaft und so eine Stadt mit haben, wo man eben nicht wegschaut und egoistisch vor sich hinlebt, sondern wo es noch viele Bürger gibt, die sagen, ich bringe mich ein, ich tue was für die Gemeinschaft und letztlich kann eine Stadt wie Mindelheim, eine Kleinstadt mit knapp 15.000 Einwohnern, auch nur mit so einem ehrenamtlichen Engagement, ja, gut leben. Doch bevor die neuen Sicherheitskräfte in Mindelheim zum Einsatz kommen konnten, mussten sich diese erst einmal 40 Stunden mit dem Bereich der Rechte und natürlich Pflichten auseinandersetzen. Meine Demokratie lebt von den Bürgern und mit den Bürgern und für mich ist die Sicherheitswacht ein Teil einer gelebten Demokratie, das muss man so sehen. Und wie ich es bereits erwähnt habe, damit wird die Zivilcourage in der Bevölkerung gefördert und gestärkt. Zielbauer ließ es sich nicht nehmen, Bürgermeister Dr. Stefan Winter und dem Leiter des Ordnungsamtes der Stadt, Ralf Müller, für die sehr gute Zusammenarbeit und auch Kommunikation zu danken. Durch die verstärkte Präsenz konnte nicht nur das allgemeine Sicherheitsgefühl gestärkt werden, sondern auch vereinzelte Straftaten aufgeklärt werden. So gelang es Mitgliedern der Sicherheitswacht beispielsweise, einen Fahrraddieb auf frischer Tat zu überführen, sowie eine Einbruchsserie im Mindelheimer Norden durch verstärkte Präsenz der Kräfte in diesem Gebiet zu beenden. Wir hatten eine Einbruchsserie in Mindelheim. Die Anzeigenerstattung hat ein klares Muster erkennen lassen, dass es sich um Tageswohnungseinbrecher handelt. Wir haben daraufhin die Sicherheitswacht in diesem Bereich, in diesem Stadtteil gezielt eingesetzt und die Einbrecher waren verschwunden. Und das zeigt doch ganz eindeutig, dass eine Sicherheitswacht auch objektiv für die Sicherheit einer Stadt beiträgt. Im Großen und Ganzen schaut man auf ein sehr positives erstes Jahr und freut sich auf die Verstärkung für den Streifendienst in Mindelheim. Also ich kann nur jeden Bürgermeister darin bestärken, diesen Weg zu gehen. Da ist natürlich der Kontakt mit der Polizei ganz wichtig. Das muss von beiden Seiten her mitkommen. Da ergänzt man sich auch in der Werbung für die Mitglieder der Sicherheitswacht. Aber die Entscheidung bereuen wir keine Sekunde lang und ich kann nur jeden drin bestärken, das zu tun.